Ja, willkommen zu diesem Video und vielleicht hast du gerade aktuell Probleme, Leads zu generieren oder weißt nicht genau, ja, wie du am besten vorgehen sollst, um neue Interessenten für dein Network-Marketing-Geschäft zu gewinnen. Ja, oder machst vielleicht sogar den Fehler, dass du dein Haus auf fremdem Grund baust. Und ja, wie es dir gelingt, ja, neue Leads in deinen Funnel zu bekommen, ja, was die beste Vorgehensweise da ist und warum du dein Haus nie auf fremdem Grund bauen solltest, das zeige ich dir in diesem Video. Und deswegen lass uns auch keine Zeit verlieren. Mein Name ist Oliver Schirmer, schön, dass du hier bist und schauen wir uns einfach mal an, wie du Leads in deinen Funnel bekommen kannst. Zunächst mal ist wichtig, bevor wir ein Lead überhaupt generieren können, müssen die Menschen ja von unserem Angebot erstmal erfahren, ja. Bedeutet, wenn man jetzt mal so das Klassische nimmt, gehen die meisten Menschen her, erstellen ihre Kontaktliste, ihre Namensliste, sprechen die Menschen dann an, zeigen das Geschäft und ja, wenn es denen halt nicht gelingt, ausreichend Empfehlungen zu generieren für neue Kontakte, ja, dann ist die Liste halt irgendwann zu Ende, ja, und bei den meisten endet dann auch das Geschäft. Und deswegen macht es Sinn, ja, natürlich sich zu überlegen, okay, wie kann ich dauerhaft an neue Interessenten und neue Kontakte kommen? Und das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Zunächst mal brauchen wir Reichweite. Das heißt, wir müssen ja, genügend Menschen ja erstmal ja, zeigen, dass es uns überhaupt gibt. Und das machen wir, indem wir am besten eine Art von Content erstellen, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, das kann ein PDF-Report sein, das kann ein Videokurs sein, das kann ein Webinar sein, das kann deine Business-Präsentation sein. Wichtig ist einfach, Content sollte quasi auf deine Zielgruppe abgestimmt sein. So, und jetzt können wir es uns einfach machen. Wir können jetzt hergehen und können einen sogenannten Lead-Magneten erstellen, wie eben schon gesagt, PDF-Report, Business-Präsentation etc. Und jetzt können wir hergehen und können im Prinzip Content ja in unseren Netzwerken platzieren. Das kann zum Beispiel sein Facebook, ja, das kann auf Instagram sein, TikTok, das kann YouTube-Video sein, das kann Blogpost sein oder dein eigener Blog halt. Das können aber auch Anzeigen sein, ja, wie auch immer. Entscheidend ist, du musst erstmal irgendwo präsent sein. Das heißt, du musst auf dich aufmerksam machen. Ob du jetzt Werbeanzeigen schaltest, hat den Vorteil, dass du das halt ja so ziemlich automatisieren kannst. Ja, wenn die Werbeanzeige mal läuft, dann läuft sie. Du kannst aber auch täglich Content zum Beispiel auf Facebook erstellen, Instagram etc. Ja, so, und diesen Content, den leiten wir dann auf unsere Bio-Page, also auf die Bio-Page oder eben halt auf unsere Landing-Page, auf unsere Lead-Capture-Page, um eben den Lead zu generieren. Also bedeutet, du veröffentlichst zum Beispiel ein Video auf YouTube, machst unten in die Beschreibung den Link zu deiner Bio-Page oder deiner Landing-Page rein und darüber gelangt man dann sozusagen an deinen Lead-Magneten. Ja? Und somit hast du, wenn ein Interessent sich auf dieser Webseite einträgt, einen neuen Interessenten erstmal generiert und kannst dann über dein E-Mail-Marketing oder über ein Chatbot oder wie auch immer, kannst du dann diese ja, Personen quasi ja, kontaktieren, ja, und kannst quasi da Follow-up dementsprechend betreiben. Ja, also das jetzt erstmal so viel dazu. Dieser Prozess ist hingegen vielem, was manche so sagen, duplizierbar. Ja? Was weniger duplizierbar ist, dass Menschen von Haustür zu Haustür gehen, um fürs Angebot zu werben. Manche können das, manche nicht. Was jeder aber kann, ist, über sein Leben zu sprechen, seinen Tag zu dokumentieren. Alles solche Dinge, das kannst du sehr gut ja über die Kanäle hier eben machen oder eben wenn du Werbebudget hast, kannst du auch eine Werbeanzeige erstellen und diese dann eben auf deine Bio-Page, Landing-Page, wie auch immer lenken, um dann dort deinen Lead-Magneten auszuliefern, ja, und einen neuen Interessenten zu gewinnen. Also das so viel jetzt erstmal zu diesem Thema. Und der Vorteil ist halt, wie gesagt, wenn du diesen Prozess hier einmal eingerichtet hast, ja, dann ist der Prozess, der läuft, ja,
der ist optimierbar, ja, der ist automatisierbar, ja, und dein Hauptaugenmerk sollte dann tagtäglich nur darauf liegen, Traffic, ja, also Besucher, ja, auf diese beiden Seiten hier zu bekommen oder eine der beiden Seiten, welche du auch immer halt verwendest. Bedeutet, der Hauptjob ist im Prinzip ja, Content-Erstellung, ja, Veröffentlichen auf Social Media. So, und was hat es damit auf sich, man sollte das Haus nicht auf fremdem Grund bauen? Das sehe ich nämlich sehr häufig, dass viele sich super Mühe geben, Content erstellen, diesen dann auf den einzelnen Netzwerken dann auch veröffentlichen und ja, und darüber dann Anfragen generieren. Das kann man machen. Das Problem tritt immer erst dann auf, wenn das Netzwerk mal wegbricht. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du hast bei Facebook ja, eine Gruppe, ja, sagen wir mal, was weiß ich, 50.000 Mitglieder und morgen entscheidet Facebook, dass dein Account geschlossen wird. 50.000 Mitglieder komplett weg, ja, du hast keine Reichweite mehr. Im Prinzip fängst du wieder von vorne an. Ja, wenn du Glück hast, kannst du einen neuen Account erstellen. Das Gleiche kann dir natürlich bei anderen Netzwerken auch passieren, wenn sie ja, ja Richtlinien ändern. Ja, und dann hast du eben die Situation, ja, dass du quasi dein Haus, dein Geschäft in dem Fall auf einem fremden Grund gebaut hast. Und wenn der fremde Grund weg ist, ja, dann ist auch dein Haus weg. So, und das sollte dir nicht passieren. Und deswegen kommst du gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht drumherum, wenn du es richtig machen willst, von Anfang an ja dir quasi einen sogenannten Sales Funnel dementsprechend aufzubauen und diesen Funnel dann Stück für Stück immer weiter zu optimieren und zu verbessern, ja, so dass du im Prinzip dass du den fremden Grund nutzen kannst, um für dich und dein Angebot in einer vernünftigen Art und Weise zu werben, aber diese dann quasi in deinen Funnel holst und somit deine E-Mail-Liste, ja, stetig wächst und du somit, das ist halt, wie gesagt, dein Asset, ja, der Funnel, die E-Mail-Liste, das ist halt dein größter Wert, ja, weil hier hast du die Kontrolle drüber, ja, wenn das hier wegbricht, kannst du immer noch die Mail an deine Interessenten rausschicken, du kannst eine andere Plattform wählen, kannst deine Interessenten einladen, auf diese Plattform zu kommen, ja, also du hast im Prinzip das Heft in der Hand und bist nicht davon abhängig, wenn mal eine Plattform hier wegbricht. So, deswegen hole deine Follower in deine E-Mail-Liste sozusagen. Okay, ganz wichtiger Punkt. Und im Übrigen ist es so, gerade jetzt bei uns im Team ist es so, dass unsere Teampartner diesen Funnel im Prinzip schon fix und fertig haben mit E-Mail-Sequenz dahinter und die bekommen unsere Partner dann dementsprechend in ihren Account quasi importiert. Ist eine zusätzliche Software nötig, findest du alles unterhalb des Videos. Und ja, wer sagt, okay, ich bin in meinem MLM zufrieden, ich möchte aber trotzdem so einen Funnel haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir den Funnel für dich machen oder dass wir den Funnel mit dir machen. Ja? Falls du das aber nur so am Rande, falls du daran Interesse hast, komm einfach auf mich zu. Angebot gibt es auf Anfrage. Ja, also einfach Bescheid geben. Aber das nur so am Rande. Also, der Vorteil ist, wenn du so arbeitest, dann hast du dir, und so solltest du eigentlich auch deinen Content sehen. Du hast also quasi mit jedem Content, den du nach außen gibst, hast du einen Mitarbeiter geschaffen, der 7 Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für dich aktiv ist. So, und jetzt ist es im Prinzip nur noch eine Geschichte, die du für dich erkennen musst. Du hast einmal Möglichkeiten, die allen Content, den du einmal erstellst, dass der immer wieder gefunden wird. Das betrifft hauptsächlich hier YouTube und deinen Blog. Bedeutet, veröffentlichst du einen Blogartikel, veröffentlichst du ein Video auf YouTube, dann kann das immer und immer wieder in den Suchmaschinen gefunden werden. Bedeutet, du machst die Arbeit einmal, profitierst nachhaltig davon. Und dann hast du kurzfristige Möglichkeiten, also Möglichkeiten, die dir kurzfristig Ergebnisse bringen. Das ist ja hier eher längerfristig zu sehen, weil bloß weil du heute ein Video erstellst, heißt es noch lange nicht, dass das morgen auch dann quasi von hunderten Menschen in der Google-Suche oder in der YouTube-Suche gefunden wird. Ja?
Langfristig macht es aber natürlich Sinn, weil stell dir vor, du hast 40 Videos online und jedes Video davon bringt dir pro Woche nur ein Lead, hast du 40 Leads generiert oder pro Tag hast du halt 40 Leads pro Tag generiert, ja. Du solltest deshalb deine Strategie dann folgendermaßen abstimmen, dass du ein bis zwei Dinge wählst, die long-term, also langfristig zu sehen sind, aber dafür nachhaltig, ja, und ein bis zwei Dinge, die oder Netzwerke, wo es halt kurzfristig möglich ist, Ergebnis zu erzielen. Ja, bedeutet, du hast also die Möglichkeit, bei Facebook einen Post abzusetzen, die Menschen damit zu erreichen, ja, auf deine Bio zu holen oder auf deine Landingpage und ein Lead zu generieren. Der Post wird aber ja in spätestens einer Woche oder so wahrscheinlich gar nicht mehr auffindbar sein, war vermutlich schon nach ein, zwei Tagen. Ja, gleiches bei Insta oder bei TikTok. Ja, natürlich solltest du dann zusätzlich zu diesen kurzfristigen, ich hoffe, du kannst es hier alles lesen, zu diesen kurzfristigen, auch nicht mehr wie ein, zwei, weil sonst besteht die Gefahr, dass gerade zu Beginn, dass du dich verzettelst, diese kurzfristige Geschichte, ja, plus die langfristige Geschichte, das ist alles, was du ja nur durch deine Arbeitskraft, nur durch deinen Zeiteinsatz machen kannst. Ja, also kostet im Prinzip auch kein Geld, außer das Geld, was du für deine Zeit veranschlagen würdest. Plus zusätzlich solltest du, sobald es möglich ist, ja, in Werbeanzeigen investieren, in Pay-per-Click-Anzeigen. Warum? Weil du das Ganze hier dann natürlich nochmal deutlich mehr pushen kannst. Du hast sofort direkten Traffic auf deine Seiten. Bist also auch nicht von den Algorithmen abhängig, wann wird welcher Beitrag gesehen, ja, wem wird der Beitrag angezeigt, sondern du kannst eben im Prinzip sofort zielgerichtet Besucher und vor allen Dingen auch die richtigen Besucher auf deine Seiten bringen, Lead-Magnet generieren, ja. Gut, also das ist im Prinzip die Strategie, ja, die Vorgehensweise, die ich dir empfehlen würde. Du suchst dir ein bis zwei kurzfristige Geschichten aus, du suchst dir ein bis zwei langfristige Geschichten aus, also YouTube und Blogging zum Beispiel, plus PPC, ja, um Traffic zu generieren. So, und jetzt möchte ich das Video nicht allzu lange machen. Deswegen möchte ich dir noch ganz kurz ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du das auf den einzelnen Plattformen dann quasi umsetzen kannst. Bei Facebook zum Beispiel. Du kannst täglich live gehen und das ist eben der Vorteil, wenn du den Sales Funnel hast. Ja, wenn du einen Funnel für dich hast, hast du die Möglichkeit, diesen immer und überall ins Spiel zu bringen. Das heißt, wenn du heute bei Facebook Live gehst, ja, kannst du Mehrwert an deine Zielgruppe bringen, kannst den Menschen helfen, kannst ihnen Tipps geben und kannst dann am Ende ja darauf verweisen, dass sie weiterführende Informationen auf der Seite XYZ kriegen, ja, oder auf deiner Bio, ja, in deiner Bio nachschauen können. Gleiches ist, wenn du bei Instagram Live gehst, ja, TikTok. Du kannst immer wieder auf deine Bio-Page verweisen und dort ist dann im Prinzip der Lead-Magnet hinterlegt für Menschen, die sich dafür interessieren. Also du kannst live gehen, du kannst eine Gruppe gründen, ja, und kannst dann im Prinzip mit Menschen, wo du auf Social Media interagierst, kannst du in deine Gruppe einladen. In dieser Gruppe kannst du einmal so einen Feature-Post anbringen, ja, dass jeder, der in die Gruppe kommt, sieht dann gleich den ersten Post und dort kannst du dann deine Links platzieren zu deinem Lead-Magneten. Ja, also kannst auch darüber wieder Leads generieren. Du kannst zusätzlich hergehen, deine neuen Mitglieder in der Gruppe kannst du quasi, machst du einmal pro Woche alle neuen Mitglieder auflisten und dann den Link zu diesem Featured-Post, ja, dementsprechend dort verlinken, ja, so dass jeder, ja, der in der Gruppe ist, sieht ja die neuen Mitglieder und sieht auch noch mal den Link, kannst darüber natürlich Leads generieren. Du kannst aber auch klassisch Stories nutzen, Reels, ja, klassischen Post, ja, veröffentlichen. Und wie gesagt, wenn der Prozess einmal aufgesetzt ist, ist die Hauptarbeit nur noch täglich Content zu kreieren, ja, um Traffic auf deine Landingpage oder deine Bio-Page zu bekommen. Bei Insta, Reels, Stories, ebenfalls Posts, ja, live gehen, etc. Gleiche Vorgehensweise, Call to Action am Schluss vom Video immer, ja, dass weiterführende Informationen in der Bio-Page zu finden sind oder bei TikTok, ja.
bei YouTube erstellen Videos, so wie dieses hier, ja, denen es gefällt, ja, die können sich unterhalb gerne mal weitere Informationen anfordern. Wem es nicht gefällt, okay, ja, tut mir leid, warum hast du es bis hierher angeschaut? Ja, ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere Tipp dabei war. Wenn du einen eigenen Blog hast, ja, kannst du darüber Gratisbesucher generieren, ja, über Suchmaschinen. Werbeanzeigen, klar, stellst du die Werbeanzeige, kannst direkt Traffic drauf leiten. Also, wie du siehst, die Strategie ist sehr simpel. Der Prozess muss einmal aufgesetzt werden und wenn der Prozess einmal sitzt, ja, dann ist einfach nur zu schauen, okay, regelmäßig neue Traffic drauf und den Prozess natürlich weiter optimieren. In diesem Sinne hoffe ich, das Ganze hat dir weitergeholfen. Wenn so war, gib der Sache ein Like, Daumen hoch und schau dir unbedingt ja noch das nächste Video an, werde ich ja dann auch einblenden, denn ja, dort findest du natürlich auch weitere Informationen zum Thema. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.